ist für mich sehr spannend, hier diese beiden Musiken zusammenzubekommen. Und ich finde es sehr faszinierend, was sie macht. Und ich glaube, wir bekommen eine gute Chemie zwischen uns hin. Natürlich ist das eine große Herausforderung, weil normalerweise ja die Dichterliebe quasi alleine steht mit Klavier und dem Sänger. Und ich versuche in meinen Gedanken und Träumen eigentlich diesen Gesang, den sie eben mitbringt, zu träumen und zu denken. Es sind eben zwei Kulturkreise, die ähnliche Liebesschmerzen ausdrücken. 我在排练的第一次，我听得他的演唱，我就其实真的就不用去听懂歌词，因为他的表现就非常的能够让我感受到那种那歌词里面的内容的那个意境。所以我就觉得说，是透过这一次的这样的一种接触，或者深深感受到，其实在演唱还是需要一些，有些就是或者是用歌声，还是用表情，还是非常需要用这样的一种方式。所以我觉得像他在演唱的时候，我就特别的能够感受到。